Ach, das war das Baby. Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. Also weil wir vorher die Quietscheente hier gefunden haben, haben wir jetzt eine Errungenschaft bekommen, weil das aufs Grab draufgelegt wurde. Das ist ja cool. Was nicht so cool ist, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Von da kam ich doch eigentlich, oder? Müssen wir da jetzt wieder hin? Das wäre doof, weil das heißen würde, dass die wahrscheinlich doch nochmal aufsteht. So nach dem Motto Unsterblichkeit im Tod suchen. Da war doch mal was. Hatte das nicht was mit Kannibalismus oder so zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Gab's zumindest auch. Mein Monitor sieht jetzt irgendwie richtig grausig aus, aber ich glaube, das hängt nur damit zusammen, dass das alles so dunkel ist und dass ich irgendwie Streifen anscheinend da drauf habe oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt mal einfach hier dem Licht hinterher. Beziehungsweise entgegen. Ich würde gerne noch mal einen neuen Abschnitt bekommen. Ich möchte nämlich auch bald mal... There was a light in the darkness. Guilt and sorrow weighed him down. But the warm glow felt comforting. Willst du mich fressen? Follow the light, Tuva had said. And he trusted her. Okay. Ich weiß aber nicht, wo das Licht hin ist. Ah, da hinten. Okay. The Lichtgruber was older than the mountain. Almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets. The gatherer of stories. Aha. Schon wieder Bücher. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Nils and his queen Magdalena had waited for a long time. And at last, she was expecting a child. Schöne Grüße auf diesen Weg an Nils. She gave birth to the longed-for son, and they named him Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Nils approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. One day, Prince Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King Nils about a mythical flower that witches were rumored to use to heal any illness. King Nils searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. Ja, und ich muss die jetzt finden, nehme ich mal an. Und nee, ist gar kein Wolfi. Ist ein Elch oder sowas.
uns mal alles angucken, aber ich denke mal, wir müssen nach oben weiter. Ich weiß auch nicht, wo der Typ jetzt hin ist. Okay, er ist nach oben gegangen. Ulle wished he could stay in the warm light of the library. But he knew that he needed to reach the mountain and find Lilimor. Hallo, mein Freund. Soll ich da durch? Ja? Okay, ich glaube ja. Suddenly, he heard a familiar voice. Follow me, little brother. I will protect you. Ole. Uh-oh. Wieso ist eigentlich jetzt Musik drin, obwohl die Musik extra ausgeschaltet ist? Das verstehe ich auch nicht im Spiel. Weil die ist ja aus lizenzrechtlichen Gründen ausgeschaltet. Hallo, guten Tag. Einen Moment. Okay. Die Musik war auf 0% und jetzt ist sie auch wieder auf 0% und jetzt habe ich keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oh, hier hängt einer. Hallöchen. Okay, angreifen kann ich die anscheinend nicht. Okay, aber ihn kann ich angreifen, auch nicht schlecht. Oh. Aber irgendwie habe ich jetzt gar keine Soundeffekte mehr. Doch, das war gerade ein Soundeffekt. Kann die sich mal entscheiden, welchen Angriff die macht? Das ist wieder die Welle. Die perfekte Welle. Okay, jetzt kann sie mich auch hinterm Baum treffen. Das ist schlecht. Ah, lauf, 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 lauf. Welle ist durch. Welle ist durch. Macht sie jetzt dieses Spießding oder? Ich kann sie jetzt nicht sehen, weil ich hinterm Baum stehe. Oh ja. Oh, lauf, 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 lauf. Einmal die Welle. Wenn man das da nicht sieht, ne? Was hier gerade am Vorbereiten ist. So. Und? Das sind die Spießdinger wieder. Nein, ich
Ich wollte nicht laufen. Was macht sie jetzt? Na? Na? Ich rechne jetzt eigentlich mit der Welle, aber es kommt keine Welle, so wie es aussieht. Okay. Jetzt kommt die Welle. So. Und jetzt kommen die Pixel-Dinger wieder. Oh, ist aber sehr groß hier. Na? Was machst du jetzt? Welle oder Pixel-Dinger? Sagt mir. Oh, Pixel-Dinger. Pixel-Dinger. Kann ich eigentlich auch direkt. So. Oh, wie viele von den Typen hängen hier noch? Na, jetzt kommt die Welle wieder. Zack. Was machst du jetzt? Die Welle. Okay, die hatten wir auch schon länger nicht mehr. Also das mit dem Sound muss ich jetzt nicht so ganz verstehen. Dass dann plötzlich Musik drin war, obwohl die natürlich nicht drin sein soll. Und Alter, ernsthaft jetzt. Beim letzten spießt du mich auf, wo gar kein Spieß sein dürfte. Ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? So, einmal die Welle. So ist gut. Oh, nochmal eine Welle oder was? Oh. Dann schleudert sie. Und dann macht sie die Dinger. Chance, ein bisschen weiter zu kommen. So, was macht sie jetzt? Kommt noch mal eine Welle? Ja. Und lauf. Und es wird wieder. Und wieder eine Welle. Eieiei. Wenn jetzt wieder wirft. Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ne, erstmal die Welle. Zack. Seid geworfen und jetzt? Jetzt kommen die Dinger wieder. Ich hab's gewusst. Ich gehe jetzt mal lieber auf Nummer sicher, dass ich nicht zu nah rangehe. So, das wäre wieder geworfen. Und was machen wir jetzt? Es brodelt wieder. Okay. Und sie wirft wieder. Und einmal die Welle. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt eigentlich richtig ist, was ich hier mache, aber ich hoffe es einfach mal. Jetzt kommen die Dinger wieder raus. Aber hier sind jetzt keine mehr, wo ich
drauf schießen könnte, oder? Ah, sehr geil. Na, natürlich. Lauf, 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 lauf. Oh, ey. Der Kleine und Sprinten, das ist wohl nix. Ja, eh. Nein. Ich hab die Maustaste gedrückt. Scheiße. Okay, nochmal. Lauf, 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 lauf. Eh, jetzt aber. Oh, ich hab's geahnt. Das Ganze müssen wir jetzt 3 Runden machen, oder was? Oh, oh. Was kommt jetzt? Alter, was kommt jetzt? Okay, sie dreht sich und überall bin ich tot, oder wie? Egal, wo ich hinlaufe, die Dinger folgen mir anscheinend. Ich verstehe es ehrlich gesagt noch nicht ganz. Also wenn ich mich bewege, folgen mir diese Blütendinger. Wenn ich zu langsam bin oder da reinlaufe oder was weiß ich was, dann kriegen die mich. Anschießen brauche ich sie anscheinend nicht, weil die hat ein Schutzschild. Ja. Hinterm Baum kann ich nicht gehen, weil die ja immer wieder in meiner Nähe sind, diese Blütendinger. Weil sie schießt dann anscheinend irgendwann auf mich. Kann hinterm Baum schießen, okay. Es ist alles sehr unlogisch gerade. Jetzt geht das schon wieder los mit den Blütenblättern. Das ist richtig ätzend. Ja, sie kann man definitiv nicht treffen. Ah, Moment, da hinten. Neue Leute. So, die Welle hat mir aber ehrlich gesagt besser gefallen. Jetzt macht sie wieder die Dinger. Ah, da links ist noch einer.
So. Jetzt kommen die Pieksdinger wieder. Ich sehe gerade keinen anderen mehr. Jetzt kommt anscheinend nochmal die Welle. Ja, da oben links ist noch einer. Doch, doch. Ja, nur diese Blütenteile, die sind halt extremst nervig. Das sind noch nicht alle. Oh, nee. Ist das ätzend mit diesem Blütenscheiß hier. Oh, nicht nochmal. Komm, jetzt habe ich den Typen gerade gefunden. Oh, Leute. Es ist so nervig mit eurem Blütenmist hier. Ach, komm. Wie oft denn noch? Ich sehe jetzt aber niemanden mehr. Ja, ich kann sie wieder. Okay. Boah, müssen wir das jetzt 3 Runden machen? Das ist ja richtig ätzend. Wenn das ja wenigstens der Endboss wäre. Eieiei. Was war das denn jetzt? Hallo? Jetzt hängen die einfach so da. Jetzt kann ich die so wegmachen, oder was? Oh Gott. Jetzt habe ich aber gar keinen Schutz mehr. Oh. Oh. Wie soll ich denn... Okay, die Dinger beschützen mich anscheinend nicht vor der Welle. Verstehe es noch nicht so ganz. Weil, wie soll ich mich vor der Welle schützen? Nee, die Dinger machen mich kaputt. Na gut. Also, ich könnte noch was ausprobieren. Den Dinger muss ich auf jeden Fall ausweichen. Die Welle... Ich weiß nicht, ob ich damit Licht entgegenwirken kann. Wäre... Na, okay. Nee, das kann man anscheinend nicht. Ich wollte gerade sagen, das wäre auch zu einfach, denke ich mal. Ah, lauf, lauf, lauf.
andere Frage ist, oh, jetzt macht die diese beschissenen Blütenblätter. Wieso macht die die jetzt? Ich denke, die macht die Welle. Oh, Leute. Nein, 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 nicht da reinlaufen. Alter, lauf, lauf, lauf. Ich will das nicht nochmal machen. Lauf jetzt. Verarsch mich nicht. Lauf und bring die endlich um. Das sieht gut aus. Auch wenn ich nicht verstehe, warum immer der Ton zwischendurch weg ist. Aber gut, das scheinen die ja gewollt zu haben. Oh, ich bin am Weh hängen geblieben. Oh je. Ich glaube, das wird mein Coverbild. Wie oft soll mir auf die einstechen? Hallo? Psychologisch gesehen ist das ganz schlecht. Ist das jetzt eine Endlosschleife? Leute? Hat der leichte Aggression? Sag mir bitte nicht, dass das Spiel verbuggt ist. Also psychologisch gesehen, je mehr Stiche man abbekommt, oder anders gesagt, je mehr Stiche jemand austeilt, umso, ja, wie soll ich das erklären? Umso mehr ist derjenige psychisch gesunken. Also der muss einen richtigen Hass auf die Person haben. Wir haben hier jetzt schon an die 30 Stiche verteilt, würde ich jetzt mal schätzen. Wann hört denn das auf? Alter, soll ich das jetzt 5 Minuten durchmachen? Ich lasse das mal auslaufen, mal schauen. Make it through. Achso, das ist nur, dass wir abgeschlossen haben. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Psychopathen auf die Welt gebracht. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.